sind gestrandet auf einer einsamen Insel, zu dritt. Mein Charakter ist noch nicht wach. Er ist ohnmächtig am Strand gespült worden. Unser Priester hat uns hier zurückgelassen. Hab ich gar nicht! Wir sammeln hier gerade die Ressourcen zusammen von angespülten, zerstörten Schiffen und hier eine neue Existenz aufbauen. Wir hoffen, dass wir Medizin finden für den Captain. Wo ist unser Captain eigentlich? Captain? Captain! Nice. Guck mal, Captain! Captain, Captain! Ich kümmere mich um euch, Captain. Lol. Falsche Taste. Ich kümmere mich. Captain, Captain, der Schiff ist untergegangen. Was? Was? Ich hab gehört, frei Wodka. Ich hab Bananen gefunden. Oh, nicht das Schiff. Ich hab Bananen nicht das gefunden. Schiff. Er muss Bananen essen, wenn er wieder auf die Beine kommt. Bananen. Ich hab gehört, Bananen heilen alles. Eine Meerjungfrau. Ich bin ohnmächtig geworden. Ich muss. Wir ziehen mal ein bisschen mehr an Land hier. Ja, komm her, Captain. Hier in den Schatten der Palme hier so schön hin. So. So. Das Schiff ist weg. Dieser Salzkrusten, Pete, ne? Jetzt hat das endlich geschafft. Also, wo ist der Mann da hin? Alle verschwinden von dieser komischen Insel. Oh mein Gott! Emmena! Was? Ich hab eine Nickerstellung gemacht! Ich hab nur ein. Oh, Skelett! Was? Skelett, du hast eine Nickerstellung gemacht? Ein Nickerschirm! Ich habe kurz meinen Mind! Aber die Insel ist gar nicht schlecht, wir haben ja Hühner! Das heißt Eier, ja, das heißt. Das heißt Eier, das heißt Fleisch. Und. Da hinten segelt ein Schiff irgendwo sonst wohin. Ist das ja, Chris? Das ist Bettina. Echt? Bettina? Ja, das ist wahrscheinlich Bettina. Ich mein, er und könnte es segelt wieder auf diese Insel. Ich meine, es könnte zur Insel, wo wir hin müssen. Alter, ist das untergegangen! Ja? Nein, das sieht nur so aus. Oho. Ich hab gerade an meinem Reiskorn fast verschluckt hier. Ich sehe die Sprengstoffreserve oben nicht. Es kommt direkt auf uns zu. Hallo! Sieht so, liegen die Sprengstofffässer nach oben oder hast du die explodieren lassen? Ich habe alles explodieren lassen. Nicht im Ernst. Ernsthaft? Nein, Mann, die liegen immer noch oben. Ich sehe sie von hier aus halt nicht. So lustig. Hallo, Taxi ist da! Captain! Captain, steh auf! Der Pete ist wieder da! Ich hab Taxi! Fieber. Ich habe keine Kugeln gleich mehr, ich habe nur noch eine. Und die habe ich verschossen. Nice! Taxi! Captain, da vorne ist Bettina! Ah, Bettina! Ich glaube, der Chef hat. Ich glaube, der Captain hat die Landkrankheit. Er kann nicht ohne sein Schiff an Land gehen. Ohne. Ich glaube, das tut ihm mehr gut. Hallo! Immer nur dieser Stress mit dem Krustenpiet. Hallo! Du wirfst ihm ja nicht vom Schiff runter. Das geht nicht. Halt nicht. Er kommt halt immer wieder. Habe ein Schiff mitgebracht. Oh nein, Captain! Nimm meine Hand! Oh, wie süß, einfach alle kommen! Einmal hier, der Captain hier oben. So, der Captain darf zuerst hoch. Als er runterfällt. So. Alter, ich war direkt hinter dir, du konntest gar nicht runterfallen. Ich hätte dich mitgerissen eigentlich. Ach, du hast mir am Po gefasst. Ach, das war das warme Gefühl. Am Popo. Die Kisten sind weg. Pete, was hast du mit den Kisten gemacht? Abgegeben.
Wo sind die Kisten, Pete? Abgegeben! Wo ist das Crack, die Kisten? Ich hab Wodka gekauft. Gibt kein Grog mehr, gibt Wodka. Es ist ein Russe, weißt du? Das ist... Ein Fass Schießpulver abgeben, bis 15 Uhr am 26. Göpten schlug Wodka. Frisch aus Russland. Meinst du, der Captain schafft es? Sicher, der Captain wird sich erholen wieder, wenn er hier auf dem Schiff ist. Wer denn sicher erholen? Captain, darf man Ihnen was bringen? Möchten Sie etwas zu trinken? So prickelt. Wodka! Wir hätten noch Grog. Möchten Sie einen Grog? Nein. Ich hole Ihnen einen Grog. Er scheint sehr ernst zu sein. Lass es in deinem Bauchnabel prickeln. Was? Und dieser Grog, dieser prickelte in meinem Bauchnabel. Hier, ein Grog für Sie, Captain. Das müssen Sie trinken, danach geht es Ihnen viel besser. Hm. Glaube ich kurz gleich. Ja, dank dir, Pilt, sind die beiden jetzt, ne? Hm? Sind sich näher gekommen. Joe? Das ist. Wer ist sich näher gekommen? Ich habe ihm doch nur einen Grog gebracht. Möchtest du auch einen Grog? Ich? Pete hat alles gerettet. Hm? Nicht jetzt. Ich bin. Oh, Captain! So weich. Ja, mir ist so warm und so schwindelig. Und ich hatte hier mit Grog den Mund gefüllt. Ich fühle mich nicht gut. Ich bin schwindelig, mir ist heiß, mir ist. Wow, da ist ein Schiff drin in der Insel. Müssen wir zu dieser Insel? Ja. Ja! Anker. Anker! Ich würde gerne zu am Anker gehen, aber ich bin zu langsam. Anker! Oh, shish. Wieder alle Segel hoch. Alle Segel hoch. Wie damals an der Front. Wie an der Front? Was für eine Front? Die Schiffsfront. Da, wo Großen Peter mal dran gerostet ist. Einen schönsten Spot auf der Insel finden ihre Zeit. Ein Spot richtig schön. Machen wir es einfach so. Ich muss hier noch ein Sachen. Pull off! Oh mein Gott, ich habe mich über die ganze Insel geschossen. Ach, Chris auch. Scheiße. Amanda? Hallo! Ja. Wo bist du? Ich bin in einer Höhle. Ja. Und du? Nicht. Dort. Ich strome über die Insel. Ich suche diese Höhle mit dem Schief drin. Hölle. Ich habe einen Sprengstoff hier aus. Hier finde ich das halt am schönsten auf der Insel. Dort. Das schöne Grotte hier. Ach, die Grotte. Croissant? Nicht Croissant, Alter. Wieso gerade meine Herkunft beleidigen? Ja, will er. Ich habe einen Hühnerstall. Und jetzt hat er deine Nationalität mit Hühnerkacke verglichen. Guck hier von der Position. Ich komme nicht wieder zurück auf euer Schiff. Bleib hier. Von hier aus. Warum bestrafst du uns? Von der Stelle. So, weil. Ich möchte nie wieder auf einem Schiff mit ihm zusammen sein. Also willst du ihn gewinnen lassen, ja? Oha. Kanada. Das machen wir so eine coole Slow-Mo-Fahrt hier. Nee. Ich hab mein goldenes Huhn. Du hast ein goldenes Huhn? Yeah. Das nenne ich Chicken Wing. Das wäre einfallsreich. Hm? Das wäre einfallsreich. Ja, ne? Mhm. Chicken Wing. Ja, Chicken Wing. Wing. Wo ist eigentlich noch? Na. Ey, wow. Und ja, dann. Oh, scheiße.
Also wenn ihr mich sucht, ich bin bei der Schiffswerft. Bei der Schiffswerft. Was für eine Schiffswerft, Alter? Achso. Hier steht ein Schiff mittendrin! Unfassbar ertrunken. Ah, ich bin falsch. Chris hat irgendwas gefunden. Meinst du die Kette hinter uns? Au. Wenn einer schießt, Huhn wackelt. Ich hab Magen voller Blatt. Oh. Ich find die Insel halt richtig los. Nice, ne? Ja, die ist echt nice, ne? Ich werde hier bleiben und dieses Schiff wieder aufbauen. Da ist jemand runtergesprungen. Oh Gott. Ich kann nicht da um die Ecke schwimmen sehen. Wenn du realisierst, du hättest auch über Land ins Durchtrocknen gehen können, weil dein Pfad ist. Ach, warst du das? Bist du gerade ins Wasser gesprungen? Ja, ja. Aber ich, weil ich die gucken, wissen wir, was das für eine Höhle ist. Dann war es einfach nur ein Durchgang und ich dann bin so ins Wasser und hab das erst danach gesehen. Ich habe dich runterspringen gesehen. Ich habe einen Huhn. Ich habe ein goldenes Huhn. Hey, ich glaube, wir sind nicht hier richtig, oder? Doch, wir sind nicht richtig. Na, sind wir hier richtig, ja? Mhm. Ja, wir sind richtig. Na, ist das der eine Stein, der da rumfutzelt? Dann müsste das ja. Das müsste da vorne direkt da vorne. Müsste das nicht hier so sein? In dem ja, hier, Gebiet hier so. Hier so. Menge. Ja, ne? Okay. Das hier erinnert mich ein wenig an meine Heimatinsel. Wir haben also, auch so ja. eine gewohnt. Mit Hühnern. Ja. Willst du mich verarschen? Ich mach jetzt da, wo du sagst. Oh, wow, Alter, hat sich echt gelohnt. Mm. Weißt du, dass die überhaupt jemand vergraben hat, so, ne? Wozu? Da sind 3 Goldstücke drin. Ja. Das liegt einfach daran, weil ich daran bin. Ich zieh die Kisten an. Ja, komm. Wir sind ein Schiffsstreckmagnet. Ich glaube, das ist die Insel, wo ich herkomme. Die Malereien und so habe ich hier an die Wände gemacht. Wir müssen dir was erzählen. Dein Vater ist hier gestorben. Ja, das wusste ich. Du wirst dir das erzählen, dein Vater war echt deine Mama. Das wusste ich auch. Und du hattest eigentlich einen Mama-Bruder. Und eine Bruderschwester. Und Pete ist dein Onkel. Pete ist dein Onkel. Oh nein! Nein, bitte und nicht nein! Und in echt ist Pete dein Vater. Okay, mein Vater habe ich umgebracht, das wäre gar nicht so dramatisch. Ja, aber er lebt ja noch. Ja, dann kann ich ihn ja nochmal umbringen. Ja, leider geht das anscheinend nicht. Ja, weil wir in einer Crew sind. Ja. Unvorteilhaft. Dort. Ich beschütze das Huhn. Ja, mach nicht so einen Krach hier. Ich weiß, guten Morgen, Huhn. Guten Morgen, Huhn. Das Huhn hat Gigerigi gemacht. Ein Gigerigi? Guten Tag, Tag. Tag. Guten Tag, Tag. Guck, goldenes Huhn. Bringen viel Geld. Können Freunde sein, wollen wir das Hühnchen einfach abgeben müssen. Hühnchen. Ist das nicht schön hier? Wunderbar. Warum spricht er auf einmal Russisch? Er muss ja doch Russisch sprechen, weil Vater war Russe. Wer hat im Innersten ein Sprengfass dahingestellt? Das war ich. Auf Schief. Nein, das nicht. Hier weint jemand. Weinende Kiste. Er hatte was im Auge, Entschuldigung. Weil Pete da eigentlich zugegeben hat, dass er da Onkel ist. Nein, weil er gerade seine Arme hochgehoben hat und hat ein bisschen
Gebrannt okay. In den Augen. Das ist bitter, das ist bitter. Ich habe keine Augenbrauen mehr. Die habe ich weggesenkt. Mhm. Willst du Wodka drauf trinken? Nein. Ich habe mir noch ein Sprengstofffass mitgebracht. Sprengstofffass. Wenn ich Sprengstofffass sehe, drauf schießen. Das traust du dich nicht. Wetten? Wetten. Wetten? Ja, mach. Okay. Sie muss nur am Strand kommen. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Das traust du dich nicht. Das macht er. Das macht er. Ich hab nee, gesehen. Mann. Das macht er nicht. Ich will, er macht's. Ich will, er macht's. Ich bin auf dem Abzug. Alter, ja. Ja, komm, ich dachte, du machst das. Also, ich weiß nicht. Okay. Ja, merk's selber, ne? Ich hab Angst. Ja. Wovor hast du Mach Angst? Ruhig. Mach doch ruhig. Das wäre böse. Was? Das wäre böse. Ja? Das weiß ich! Chris, Alter! Gut, dass der Jan. Schirm aus ganz Richtung. Oh, Scheiße, du bist so leid, Steffi. Ich wollte dich einfach nur hetzen. Ich hab doch die Linie gesehen. Wir tun so, als ob das Chris war. Chris, Alter! Ja, was ist? Alter, Steffi, das will ich. Alter, es tut mir leid, ich werde dich alleine weiter segeln lassen mit denen. Nein! Ich bleib hier auf der Insel. Hier, wo ich mich nicht beerdigt habe, die Reste, die verbrannten. Teil des Schiffs. Du hast sie verbrannt. Theoretisch könnte sie nie wieder. Von der Explosion? Achso, ja. Nein, da war sie. Ja. Sie hat schon wieder keine Haare mehr bei mir. Was ist denn da? Na gut, ohne sie hat's keinen Sinn. Die lebt doch noch. Ich bleibe auf meiner Insel. Ich bin tot. Ich bin tot. Wunderbar. Oh, hier sind Leute im Totenreich. Tuba, Tuluba und Damidest. Klingt nicht gesund. Es ist ins Glocke, Allah! So, kommen die jetzt oder? Ich war doch auf dem Geisterschiff. Achso, ja. Der fährt auf Geisterschiff. Tortenschiff. Tortenschiff. Alle an Bord. Board. Was wegbringen oder erst die Insel absuchen? Erst die Boarding. Insel abschalten. Boarding. Weil das andere, das Fass weg ist ja zeitbegrenzt, ne? Am 26. Ja, am 22. könnten wir schaffen. Ja. Also in den Nordwesten. Ja. Nordwesten. Hier lang, ja? Nein, das ist Nordwesten. Wir müssen aber nach West. Nordwest, ja. Also West-Nordwest, also zwischen Westen und Nordwesten. Ja, bin schon am. Wir hätten hier passen getan. Weiß nicht. Lol. Los. Amanda. Sie ist glücklich auf ihrer Insel.
lässt eine große Lücke bei Panthers Herzen. Ich habe ein schönes Grab gemacht. Amanda. Tschüss! Und ein Souvenir mitgenommen. Ich sehe sie gar nicht. Sie sagt uns nicht mal Tschüss. Ich hab sie ist ja beerdigt. Hallo? Ihr habt sie. Hallo? Sie lebt wieder? Ihr habt sie in die Luft gejagt. Wie kann sie da wieder leben? Wie kannst du wieder leben? Ich hab nur ihre rechte Hand gefunden. Ja, wie kannst du wieder leben? Ja. War nicht genau. Tot. Ach so. Ich war nicht tot. Ich war nicht tot. Nur den Geisterschiffenbesuch abgestattet. Ah, so. Sie auch. Okay. Heben wir unser Glas. Auf Amanda. Wodka, okay. Sie war ein einmaliges Mädel. Oh, ich hab keinen Kopf. Wir werden nie wieder so eine Frau finden. Call the might. Und nur weil Christi ja schießen muss. Bitte? Pete, wieso hast du das getan? Ja, ich keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ja. Lecker Krug trinken. Ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier. Auster. Ich hab Geschenk für dich. Komm in Kapitänskajüte. Oh mein Gott. Da liegt Amanda. Hier habe ich Geschenk für dich. Amanda. Ich kann wieder ins Kajüte. Was willst du, Pete? Ha? Hast du noch nicht genug mit mir gespielt? Ich schaff hier was für dich. Ich guck's da im Bett. Erst tötest du Dorothy, dann tötest du Amanda. Und was willst du jetzt? Willst du jetzt noch ein Hühnchen töten vor meinen Augen? Das ist mein Hühnchen. Und gucke hier, hab das, Amanda gekauft. Das ist nicht mehr dein Hühnchen. Das ist jetzt. Was hast du? Amanda wieder weg. Ich trinke jetzt so lange. Ich trinke. Ich kann nur noch Alkohol trinken. Die schneller als Speedy Gonzales. Alles gut? Da hinten ist. Boah. Noch einer. Oh, da muss noch einer rein. Wir aus der Flamme? Wir müssen in den Norden. In den Norden. Aus der Flamme. Hey, trink nicht so viel. Hey, komm. Leg dich hin. In die Kapitätskajüte. Nein. Und fertig. Ist auch ein Schüler angekurzt. Alkohol ist alles, was mir gelassen hat, der Beat. Willst du deinen Frust rauslassen an dem Schiff da hinten? Wo müssen wir denn überhaupt hin? In den Norden. Wo sind wir? In den Norden. Ich glaube, ich gehe da kurz hier unten alles voll. Ich hab dich gesehen. Was ist später noch mit seiner komischen Halluzination hier, ey? Scheiße. Ich muss sagen, ich bin ein Geist. Ich bin der Geist von Amanda. Vielleicht lebe ich auch noch, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich hatte eine Gehirnerschütterung durch die Explosion. Alles vergessen. Heiße ich überhaupt Amanda? Bin ich echt da? Bin ich nicht da? Bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Grog trinken. Ja. Der Sinn des Lebens ist Gold. Aua!
Ciao. Ciao. Oh oh. Jetzt kriegt er gleich den Wahnsinn. Er hat sich rasiert, glaube ich, oder? Nein. Kann ganz leicht merken, ob sie Geist ist oder lebendig. Oh mein Gott. Hast du das gehört, Steffi? Ja. Oh, ich geh hoch. Oh fuck. Was geht? Ist das? Die Krake. Oh mein Gott. Ich bin stopp. Die Krake. Okay. Macht was. Schießt auf ihre fucking Tentakel. Oh Leute, Alter. Was kein guter Zeitpunkt zu trinken. Kein guter Zeitpunkt aus der Flamme. Das ist die Krake, die dein Vater umgebracht hat. Das war auch Pete. Oh mein Gott. Das war auch Pete. Ja, Pete hat diese Krake erschaffen durch seinen Kultismus. Was war das? Hilfe! Sie haben im Ende! Oh mein Gott! Ich kann nichts machen! Segel in den Wind drehen! Hilfe! Das bringt doch nichts! Hilfe! Oh mein Gott! Wir verfolgen uns trotzdem! Oh, wir brauchen Außerflamme! Oh Gott, ich wurde weggeworfen! Oh, was ist denn los? Außerflamme! Aha, erstmal von Grog trinken, ja. Alter! Nein! Oh mein Gott, ich werde sterben! Mein Gott, Alter! Hilfe! Oh mein Gott! Ich attackiere die Tentakeln! Ich gebe nicht auf! Ich muss mal erwähnen, es lohnt sich nicht, den dagegen zu kämpfen. Die haben noch nicht richtig implementiert. Alter. Lol. Der drückt mich. Oh Gott, oh Gott, es hat's auf mich abgesehen. Ich bin tot. Es hat mich einfach ins Wasser gedrückt. Ich sterbe. Nee, oh mein Gott. Nee, es hat mich im Maul dann. Ich rette dich, ich schieße auf den Tentakel. Ja, mach. Oh mein Gott. Ich hab keine Munition mehr. Mach die tot. Oh, aber schön, dass wir das mal im Video sehen, Alter. Oh Gott. Sehr geil. Oh mein Gott. Wo ist der Tentakel hin? Ich hab einen Tentakel zerstört! Leute, nur noch ein paar bleiben! Oh oh! Leute, ihr müsst auch unten gucken und so und. Ich komm zum Schiff zurück, so schnell ich kann. Ja, ich bin auch schon dabei. Oh. Oh Gott, ein Hai! Oh. Oh, Steffi, da bist du! Oh, ich komm an den Tentakel. Ich bin so gut wie tot gleich, hier ist ein Hai! Ja, ja. Schwimm einfach zum Schiff! Oh mein Gott! Da wieder neun Tentakel! Was ist immer diese Hetze hier? Los, wir schaffen das! Ja, wir schaffen das! Komm, Amanda! Ich bin da! Oh, tschüss! Was? Oh, ich muss kurz runter. Aufladen! Jo! Boah, das klingt richtig nice, muss ich tatsächlich Alter, sagen. Alter, ist das bad, ey! Ja! Boah, ist das geil! Oh ja! Warum hat... Okay, ich geh ans Steuer. Oh mein Gott. Oh lol, einer der Tentakel ist weg. Oh, er hat gleich auf mich wieder abgesehen, glaube ich. Ich brauche wieder Munition. Oh, noch einer? Da ist der nächste, gut. Zwei Stück aber noch! Macht sie fällig! Alter, wie schief wir auch stehen! Sie hat wieder mehr Tentakel! Ja, da kommen immer wieder welche nach. Ich sag euch, der Kampf ist total sinnlos, weil wir kriegen nichts dafür. Egal! Es geht hier wegen Let's Play, du weißt so, ne? Wegen Video muss man immer zeigen. So sagst du. Dann solltest du nicht Let's Play sagen. Dann solltest du nicht Let's Play sagen im Video. Das ist aber ein Let's Play eigentlich. Und zwar, wenn man 2012 betrachtet, ist es eins. Let's Play Together. Für die Ehre! Oh mein Gott! Oh, die hat gerade ihr Mäulchen aufgemacht. Okay, es war wieder einer weniger.
Oh Mann, ich komm nicht an diesen. Der Tentakel ist weg. Lol. Sind verschwunden. Oder? Nee, da ist einer. Das Schiff dreht sich so beschissen. Ja, ich muss erstmal hier überall gucken, bevor ich hier sterbe, junges Mädchen. Ich krieg's nicht hin. Ausgerechnet, wo mein goldenes Hütchen haben, kommst du. Lol. Was ist ich Opfer ihm das? Der ist immer noch da, da. In den Mund! In den Mund mit der Kanonenkugel! Oh, wir haben fast keine Kanonenkugel mehr. Kann es sein, dass es so einen Haupttentakel gibt, Alter? Ich muss kurz runter Munition holen. Ich habe keine Munition mehr. Notfalls schießt du den Waffen auf sie. Ja, mach ich doch schon. Ich glaube, wir haben sie. Es wird ruhiger, ne? Ja. Wir haben sie bezogen. Das Wasser wird wieder normal. Yay! Und das. Ja. Boah, nice! Sehr nice, Alter. Ausgekrakt. Du bist siegreich und lebendig aus einer Begegnung mit dem Kraken entkommen. Natürlich krieg ich den Erfolg mal wieder nicht. Ich hasse. Ich hab ihn auch nicht gekriegt. Ich hasse Xbox einfach, ne? Wieso? Weil ich nie diese scheiß Erfolge bekomme. Ja, aber ein Hai bekomme ich hier. Komm her, du scheiß Hai. Jetzt hab ich wieder Wasser. Okay, sind wir noch auf Kurs eigentlich? Wer lenkt gerade eigentlich? Ich. Okay. Ja, nach dem Kampf der Krake. Aber wir müssen jetzt nach Norden. Einmal schön nach Norden. Einmal nach Norden. Lander Valley. Ja. Ja, da haben wir erstmal die Krake besiegt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.